Herzlich willkommen bei unser Leben am Weihnachtsbaum. Ich habe meine Aufrufzahlen angeschaut und das Video mit meinem Brennsen war bis jetzt eins von die besten mit. Und dann habe ich mir gedacht, na, ihr wollt Traktoren sehen. Euer Wunsch sei mir Befehl. Und schon sitzen wir in einem Traktor. Und zwar haben wir heute früh meine Frau ihr Auto abgeholt vom Kundendienst beim Brenzenhändler. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, da nimmst du jetzt die Kamera mit und filmst gleich mal, was da so rumsteht. Ich sitze jetzt gerade in einem Zedor, nach mir jetzt Proxima CL90. Ich wollte jetzt nicht direkt auf einen Traktor allein eingehen, weil sonst wäre das da jetzt eine halbe Stunde lang ein Traktor. Ich werde jetzt einmal so durchlaufen, was er da so hat, was da so rumsteht. Ist übrigens alles zu haben. War mal so grob drüber. Wenn ihr Interesse speziell an einem habt, wenn er sagt, Mensch, da, den wir mal tiefer interessieren oder so. Schreibt es mir in die Kommentare. Dann fahre ich nochmal her und dann machen wir bessere, intensivere Vorstellung von einem speziellen Traktor. So machen wir jetzt einmal so einen Gesamtüberblick, was da so rumsteht. Draußen stürmt es recht. Ja, jetzt hocke ich gerade im Ding so gemütlich drin. Da werde ich jetzt da mal schnell ein wenig das Gerät von innen zeigen. Und dann laufen wir mal rum bei die anderen. Das ist also da hier das Lenkrad von dem Gerät. Also hier macht es elektronisch. Kann man ihn irgendwo umstellen. Drücken wir ihn drauf rum. Die ist da keinen Plan. Ah, da kann man die Sprache einstellen. War auf Tschechisch. Das hilft aber eigentlich jetzt ja nicht viel weiter, ne? Also lässt sich dann auch über die zwei Regler ganz gut machen. Haben wir das auf Deutsch. Ihr könnt jetzt da Einstellungen. Kann man da alles machen? Geschwindigkeit, was ist ein PTO? Nur zu Informationen, also da könnt ihr die Zapfengeschwindigkeit verstellen. Geschwindigkeit. Mal. Und so an. Wie gesagt, wenn ihr Interesse an einer näheren Vorstellung habt, wo sie dann einer auskennt oder einer erzählt, der sich damit auskennt, gerne in die Kommentare. Also man hat da Kilometer, Tankanzeige und so weiter. Da unten sind die diversen
Lichtschalter, alles Licht. Dann haben wir da ebenfalls Licht, also Sperre, Handgas. Da an der Seite ist Dreipunkt heben, senken, und da sind die diversen Gangschaltungen. Da haben wir noch mal Licht innen, außen, Scheibenwischanlage. Da oben ist Lüftung, Radio ist keine eingebaut, kann man aber einbauen wahrscheinlich. Da ist Innenbeleuchtung. Hat er da Sonnenrollo? Ja, keine Ahnung. Also Boxen sind schon voreingebaut. Dann haben wir da Rückschaukisten. Und am Beifahrersitz, hab ich vorhin schon mal probiert, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da hat der Beifahrer wegen Platz für die Füße. Sogar mit Sicherheitsgurt. Sicherheitsgott am Bulldog, jetzt wird es dann richtig bunt. Na. Ja, da sind nochmal Hebelchen. Sitz ist luftfedert. Da hinten ist ja nochmal Stecker, Zigarettenanzünder. Nochmal plus minus. Das kennen Sie, die Landwirte, unter euch sicher besser aus. Ich will es da gar nicht viel erklären, ich will es nur zeigen. Preise kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Da blende ich euch jetzt dann einmal die Adresse ein, wenn ihr Interesse habt an so einem Ding. Also der ist da, der ist auch verfügbar. Ruft einfach auf. Kriegt ihr dann ganz unverbindlich einen Preis gesagt. Und dann gehen wir jetzt mal nach außen und laufen mal durch, was da so rumsteht. So, jetzt sind wir außen. Es ist also der CEDA Proxima CL90. Geht jetzt mal davon aus, irgendwo die 90 PS Klasse. So schaut er dann aus, in Rot mit roten Felgen. Doch alles gefühlsmäßig relativ massiv. Ah, die Treppen da, also wenn man da mal irgendwo hinrammt, lässt sich das doch durchaus schön wegschrauben. Ist ja hinten. Hat drei Hydraulikanschlüsse, Steuerkreise, Luft, eh klar. Das muss halt das drucklose Ding da sein. Ne? Ich vergesse immer den Namen. Ja. Soweit zu dem Ding. Der Traktor wiegt 6500 Kilo. Kann euch das mal zeigen, wenn man es lesen kann. Dann haben wir nebendran seinen polnischen Kollegen. Der hat auch Luft, zwei Steuerkreise. Gehen wir mal nach vorne. Ganz schnuckeliges Gerät, das ist Arbus, nennen sie die Dinger. Mit Frontlader.
glaube, die haben so um die 60 PS. Ja, 30, 55, gehen wir mal von 55, 60 PS aus. Habe jetzt da bloß gerade keinen Schlüssel. Aber wenn ihr Interesse habt, wie gesagt, sagt einfach Bescheid. Schreibt in die Kommentare, dann kann man das Ding mal genauer vorstellen. Radgewichte schon drauf. So, da haben wir dann nochmal einen McCormick stehen. Ach, übrigens habe ich gerade erfahren, der Cedar 90 PS ist der letzte mit einem richtigen Cedar Motor. Die haben jetzt dann irgendwie alle Deutz Motoren drin. Dann haben wir da Branson Black Edition. Ist halt in Schwarz, hat irgendwie jetzt auch wieder eine Weinide. Dann haben wir da einen Eurotruck Bagger, Mini Bagger. Ich halte es mal drauf, dass ihr das sehen könnt, was das ist. Kubota 1850 Kilo. Also mal so ein Arbus. Das ist eigentlich ein schöner Traktor, so für Nebenerwerbslandwirte oder so, der da nicht die Riesendinger braucht. Pferdehof, was weiß ich. Kann ich mir das gut vorstellen. Dann haben wir den Branson. HN. Mit Frontlader ohne Kabine. Die stehen jetzt alle relativ dicht gedrängt da unten. Ich will jetzt auch keinen rausfahren, weil es schneit gerade. Das ist auch Hydrostat. Ich mal da Pedale vorwärts, rückwärts. Ist bei meinem genauso, funktioniert echt klasse. Ist halt dann der mit, ich muss liegen, irgendwas um die 50 PS. Hat den Branson Frontlader. Bei Branson gibt es ja zwei Frontlader, entweder Branson oder Stoll. Jetzt der 5025 R, jetzt eben da ohne Kabine. Der hat den Stoll Frontlader. Ja, dann da die Euroaufnahme. Das ist jetzt ein Schaltgetriebe. Die gibt es natürlich auch mit Kabine. Und der hat jetzt da die normale Ackerbereifung. Axial, glaube ich, ist das. Und der da hat die Radialbereifung. Kann man jetzt da mal nebeneinander sehen. Die Reifen rechts axial, links radial, sind zweimal derselbe Schlepper, einmal in Schwarz, einmal in Rot. Jeweils Schaltgetriebe. Und die sind auch breiter gestellt. Also man kann die durchaus nur enger setzen. Gerade so jetzt einmal Gartenlandschaftsbau, Pflegebetriebe oder so. Ne? Bei dem habt ihr ja den Vorteil, ihr könnt da unten eine Frontzapfwelle beziehungsweise ein Mittelmähwerk. Das heißt, wenn ihr da jetzt eine Industrie- oder Rasenbereifung drauf macht, könnt ihr das Ding auch zum Rasenmähen nehmen. Und da legen wir mit einem Preis von rund irgendwo um die 20 halt doch in andere Ebenen wie größere Firmen.
die das anbieten. Und ganz ehrlich, die sind nicht schlechter und nicht besser wie die Ananadis. Motoren geben sie nicht so viel. Es ist nicht viel Schnickschnack drauf. Was will da schlecht sein? Also wie gesagt, ihr kennt das Ding, die gibt es ja mit Kabine, sprich Winterdienst. Habt da mögliche Fronthydraulik. Und gerade jetzt Firmen, die nicht Hunderttausende ausgeben wollen, finde ich das eine gute Alternative. Ein Nachbarshund kommt zu Besuch. Will ja mal auf Video. Na? Dann haben wir da nochmal einen Euro-Truck-Hoflader. Bloß mal zum Zeigen, wenn ihr da die Daten wollt. Fragt mal bitte in die Kommentare nach. Dann haben wir jetzt da den Bransen Black Edition mit Bransen Frontlader und Schaltgetriebe. Finde ich jetzt gerade so für einen Frontladeranbau ohne Kabine ganz lustig, weil man muss doch oft rauf und runter. Ich sehe es ja bei meinen und dann immer durch die Kabine schälen. Das ist halt was. Ihr könnt da die den Überrollbügel kann man abklappen. Also gerade jetzt, wenn dann aber ein Pferdebesitzer oder so in der Stall nicht so hoch, schmal, eng, ist das echt nicht schlecht. Da haben wir den Eurotruck Teleskoplader. Finde ich durchaus eine Alternative zu die anderen Hersteller. Hebt da über einen 4 Meter hinaus. Also irgendwie beladen ist kein Problem. Mal Gesamtaufnahme. Also wenn einer Interesse hat, die Dinger sind alle verfügbar, wie sie da stehen. Ich blende euch das mal alles ein. Zu Preisdetails und so weiter. Ruft einfach an. Kann er euch ein Angebot machen. Und da stehen die Dumper, die werden wir als nächste Videos machen, weil ich die mal vorführen. So, zurück im Auto. Stehen und alles, es kommt gerade so ein Schneebatzen runter. Nichts Gescheites ist nicht, liegen bleibt es nicht, aber Hauptsache Riesensauerei. Ja, das ist jetzt, also soll jetzt kein Werbevideo für ihn sein, das kriege ich jetzt überhaupt nichts dafür. Ich mache das jetzt einfach, weil Interesse laut Aufrufzahlen vor euch, vor eurer Seite her besteht, solche Maschinen zu sehen. Darum bin ich jetzt da mal rumgelaufen. Mach auch gerne, also mir macht das Filmen Spaß. Mir macht Video machen Spaß. Wenn Interesse besteht, kann man den einen oder anderen einmal detaillierter vorstellen. Ich erwähne natürlich, wo ich es her habe. Er stellt mir die Traktoren jetzt dort zur Verfügung, sag jetzt einmal. Das blende ich jetzt einmal ein und ihr findet die Adresse ja unten in der Videobeschreibung. Ansonsten bleibt mir bloß nur, mich fürs Zuschauen zu bedanken. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf Abo. Wie gesagt, Kommentare gerne, wenn ihr was Genaues wissen wollt, wenn ihr es genauer sehen wollt. Nur zu. Und dann bis zum nächsten Video.